mache ich jetzt? Ziehen Sie es raus. Nein, du würdest verbluten. Bitte. Auf deine Verantwortung. Erklär mir, was da gerade passiert ist. Lange Geschichte. Ja, vielleicht sollte man lieber dein Blut auf Antikörper testen. Das haben sie schon. Öfter, als ich ertragen konnte. Was machst du da? Die Daten sind weg. Welche Daten? Ihre Daten. Ihre Daten, die Blut- und Genomanalyse. Alles, was wir zur Herstellung eines Impfstoffs brauchen. Nein, alles, was ich brauche, um meine 50 Millionen zu kriegen. Na gut. Also los, Supergirl. Fangen wir an zu suchen. Ich hatte alle ihre Daten auf meinen Speicherchips. Wir müssen sie finden. Mitten im Schneesturm? Ich soll mir mein Geld auch wirklich verdienen, was? Ja, so kann man sagen, Jake. Hallo, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. Ja, wir sind jetzt hier mit Jake und Sherry nach dem Helikopterabsturz in irgendeine Schneelandschaft hier gelandet. Und wo wir auch schon ein Problem mehr haben, haben wir jetzt auch noch ein weiteres, und zwar die USB-Speichergeräte mit den Daten von Jake sind verloren gegangen und die müssen wir jetzt so schnell wie möglich finden, denn ohne die können wir keinen Impfstoff gegen den C-Virus herstellen. Und wir haben auf jeden Fall ein komplettes Arsenal hier auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall hier bestens ausgerüstet. Hey, da! Dort oben ist eine Hütte. Endlich haben wir mal Glück. Okay, erst finden wir die Daten, dann suchen wir dort Zuflucht. Yep. Diese Daten, die du suchst, geht es um mich, oder? Es gibt 3 Speicherchips. Ich habe sie beim Absturz verloren. Das Ortungsgerät zeigt uns an, wo sie sind. Okay, wir finden die Dinger. Mache ich uns einen schönen heißen Kaffee. So funktioniert es auch, Jake. Aber erstmal müssen wir die Speichergeräte finden. Okay, Munition, das ist gut. Sind im Moment keine Feinde aufgetaucht. Das ist schon ein bisschen komisch. Wow. Scheiße, was sind das wieder für hässliche Dinger? Das sind Jabo und sie stecken in einem Kokon. Ja, soviel zum Thema Kokon. Das ist kein schöner Anblick. Oh meine Güte, ist das wie eine mutierte Krähe aus oder sonstiges. Auf jeden Fall irgendein Flugvieh.
Irgendwie erinnert mich diese Gegend an die Schneelandschaft aus Resident Evil Revelations, wo wir mit Chris und Jessica dort gegen die Wölfe da gekämpft haben. Ach ja, Revelations ist auch ein gutes Spiel. Der zweite Teil soll auch gut sein. Vielleicht, wenn ich dafür die Zeit finden werde, vielleicht werde ich das auch let's playen. Ich weiß nicht. So, einen haben wir. Das Ding ist also voll mit Daten über mich. Zwei Sätze. Ich frage mich, wie Jake so eine Kälte hier einfach aushalten kann. Er hat ja kaum noch was Warmes an. Also, schon verrückt. Sherry, Vorsicht. Komm her. Ich soll mal lieber aufpassen. Ich will hier keine Granaten hier verschwenden. Nur für den Fall, falls es hier dann zu heikel wird. Komm schon. Das war doch ein guter Kopfschuss. Blöde Mistviecher. Verdammte Scharfschützen. Ach, Mist. Oh, was haben diese Idioten hier überhaupt verloren? Nein, du mutierst jetzt nichts. Du. Man muss bei diesen Krabbendingern direkt in die Mitte hier zielen. Also wo bei denen dieses orangenes Gel oder sowas leuchtet. Das, da ist ihre Schwachstelle. Alles andere bei denen ist gut gepanzert.
Wie war das? Hab dich verstanden. Ich muss auch anmerken, man kann sich auch hier in dieser Landschaft auch leicht verlaufen. Also nutzt auf jeden Fall hier auch diese kleine Minimap da oben rechts auch zur Hilfe. Ich kann euch sehr helfen. Ach, komm schon. Boah, der hat das richtig gut ausgewichen. Jack hat es richtig drauf. Kann man hier auch richtig gut zu Hilfe nehmen. Allerdings muss man auch aufpassen, dass die Gegner auch euch da abschießen können und ja, dann werdet ihr da runterfallen. Also müsst ihr da auch euch in Acht nehmen. Auch noch einer mit auf diesem Schneemobil. Noch ein. Sehr schön. Wir müssen noch einen finden und dann haben wir alle Daten beisammen. Wobei ich auch sagen muss, dass diese Landschaft mich nicht nur an Resident Evil Revelations erinnert, sondern auch an Until Dawn. Ist auch eigentlich ein gutes Spiel.
viele Chips? Ja, danke für die Hilfe. Und jetzt raus aus dieser Kälte. Alles klar, wir haben alle beisammen. Jetzt nichts wie raus hier. Und ich höre da wieder Gegner. Okay, dann müssen wir dann wahrscheinlich über die Brücke auch noch. Ja. Wieder der Schneesturm. Ah, Donnerwetter. Wo ist der blöde Schneemobil? Muss hier doch eigentlich irgendwo sein. So, dann fahren wir jetzt mal. Was ich komisch finde, dass Sherry als CPU-Partner keinen benutzen möchte. Das finde ich ein bisschen seltsam von ihr. Ja, darunter fallen möchte ich auf jeden Fall nicht. Die Feinde machen irgendeine Rauchpause, vermute ich jetzt mal, weil die greifen mich jetzt überhaupt nicht an. So, soweit ich weiß, müssen wir jetzt durch diese kleine Höhle hier. Yep. Das ist der schnelle Weg, um nach unten zu kommen, wo wir auch hin müssen. Du hast Glück, Jake, dass da keine Steine da unten waren. Oder Felsen oder Schlimmeres. Sonst wäre das Ganze dann aus und vorbei. Okay, da entlang. Was zum... Och nö, nicht du! Blöde mutierte Krähe. Doch das war's jetzt. Jetzt können wir endlich in Ruhe das Haus erreichen.
Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, warte! Schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb, war sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, ich wollte dir nicht... Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast Superkräfte. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die Schwester dieses BSAA-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuche wohl immer noch so zu werden wie sie. Und gebe nie auf. Egal wie schlecht es steht. Apropos schlechte Chance. Wünschten Besuch. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Alles klar, dann müssen wir jetzt ein paar Feinde eliminieren. Wir wollen uns einfach nicht in Ruhe lassen. Also ich muss Capcom auf jeden Fall hier Lob geben. Wir versuchen hier auch zwischen Jake und Sherry eine so kleine interessante Liebesgeschichte hier zu basteln, wo man auf jeden Fall sehen kann, dass zwischen beiden funkt. Ich finde, Capcom macht das hier auf jeden Fall richtig. Ich kann nicht verstehen, warum es einigen Spielern damals nicht gefallen, dass jetzt Jake irgendwas für Sherry empfindet und so weiter und so fort. Ich meine, klar, Jake ist ein neuer Charakter etc., aber dass man jetzt sagt, ach nee, der passt nicht. Ich finde, die schaffen es hier wirklich gut als Team und ich finde, man kann da auf jeden Fall immer eine Chance geben. Es ist natürlich eine Frage, ob jetzt Capcom weiter irgendwas mit Jake machen wird. Ich vermute natürlich nicht, aber wir können nur hoffen, dass sie wieder irgendeinen Teil mit Jake Muller dann machen können. Das ist nicht gut. Eine Lawine brauchen wir nicht. Ich sagte ja, sie soll leise sein. Schneller, sonst wird sie beklagt. So, jetzt muss ich mich hier richtig gut konzentrieren. Denn hier wird es gleich richtig, richtig interessant. Nein! Ja, so viel zum Thema vorsichtig. Was zum... Mach schnell! Ey, was zum... Ich hoffe, mein Controller ist jetzt nicht tot oder so. Sein Akku ist jetzt auf jeden Fall voll. Meine Güte, ich soll mir langsam schon einen neuen Controller kaufen.
gar nicht. Da kommt runter, die Götter müssen uns heute wirklich hassen. Nicht aufgeben, wir schaffen das. Außerdem, ich hasse sie nicht. Danke, sehr tröstlich. Soweit ich weiß, gibt es hier auch bei dieser Passage auch ein geheimes Emblem noch zu finden. Bin sehr nah, ich muss mal hier Abstand halten. Nicht langsamer werden! Ich will hier nicht begraben werden! Oh verdammt. Ey, komm schon! Ich hab es doch ausgewichen, was soll das? Da war das blaue Emblem. Also merkt euch, wo ihr das finden könnt. Ihr müsst aber auf jeden Fall hier sehr vorsichtig sein, denn man kann dieses Emblem auch sehr leicht auch verfehlen. Und darum seid auf jeden Fall sehr vorsichtig. Ja, da hast du dir gerade eine sehr gute Stelle ausgesucht. Donnerwetter. Sind Sie okay? Mach dir keine Sorgen, bin gebaut wie ein Panzer. Schön, werde ich nicht. Gehen wir. Alles klar, dann finden wir hier jetzt einen Ausgang. Meine Güte, wir haben das aber richtig gut überstanden mit dieser Lawine. Wow, tolle Akustik. Pass auf den Weg auf. Ich frage mich, wie tief die Mine wohl ist. Die andere Frage wäre, wer hat diese Mine hier überhaupt gebaut? Ach, ernsthaft, der schon wieder? Genau. Er hat nämlich diese Wanzen hier aufgestellt und sobald sie uns sehen, wird er alarmiert und wird uns dann jagen. Man kann diese Wanzen auch ausschalten, aber man muss hier sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ein falscher Schritt und man wird entdeckt. Man kann auf jeden Fall sehen, dass sie auch diese Sensoren
Grenze da mit diesen schwarzen Schatten-Dingern, sowas ähnliches. Man kann da auf jeden Fall sehen, dass sie diesen Kreis da haben. So. Und denkt dran, versucht hier auch auf jeden Fall keine Waffen zu benutzen. Ich meine natürlich die Schusswaffen, sonst wird er sofort alarmiert. Und kommt auch nicht auf die Idee, die Wanzen mit der Pistole oder Scharfschützengewehr oder sonstiges zu erschießen. Man muss hier die alle mit der Hand erschießen. Ui, Fähigkeitspunkte nehme ich mit. Okay, da ist noch eine. Und ich glaube, da ist er auch schon. Sherry, geh da weg! Mädchen, siehst du die etwa nicht? Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Der kommt hier hin. Nee, da dürfen wir nicht lang. Ja, gute Arbeit. Ja, da kann man auf jeden Fall sehen, was passiert, wenn man ihn hier weckt, oder beziehungsweise wenn man von ihm gesehen wird, dann wird er einen jagen. Man kann sich auch nicht auf jeden Fall vor ihm verstecken, aber denkt dran, nach zwei oder drei Mal wird er dann so oder so euren Versteck dann finden und ja, dann gibt es Probleme. Man kann sich nämlich in diesen Containern da verstecken. Einige sind aber schon mit Müllsäcken befüllt, wie zum Beispiel dieser hier, oder mit Steinen. Und ja, man kann in denen sich auf jeden Fall nicht verstecken. Und denkt dran, es muss auch noch einen geben für euren Partner. Alleine reicht es nicht aus. Okay, hier wird es brenzlig. Aber ich muss erstmal schauen, da ist sogar eine Kiste versteckt, wie ich das sehe. Nehme ich mit. Ich bin schon vorsichtig, keine Sorge. Vorsicht.
andere. Schnell, schnell. Sehr schön. So. Jetzt hängen uns keine blöden Wanzen mehr. Hier können wir nicht lang. Okay, dann machen wir noch weiter. Oh oh. Meine Güte. Ja, lange wird die Wand da nicht durchhalten. Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Dann holen wir ihn uns. Habe ich schon bemerkt, Sherry. Habe ich schon bemerkt. Ja, und das wird auf jeden Fall nicht leicht. Aber dazu haben wir diese Sprengsätze hier. Und zwar mit denen können wir ihn sozusagen hier ablenken. Denn ohne seine Wanzen wird dieser Usternack sich hier nicht ausschalten. Nicht fortbewegen. Und er kann uns auch nicht richtig gut sehen. Aber er kann richtig gut hören. So, Sherry? Sherry. Roger. So, jetzt ist er abgelenkt. Jake, lenken Sie ihn ab. Hab ich schon. Da rennt er. Ruhe, er wird sie hören. Na, so gut kann er auch uns nicht hören. Okay. Ja, das kann er aber auch nicht gut hören. So, jetzt müssen wir aber schnell, so schnell wie möglich von hier verschwinden. Wie ein Vertreter, der sie dich abwimmeln lässt. Ja, so kann man sagen. Beeilung, Beeilung. Man muss bei diesem Abschnitt hier sehr schnell sein. Man hat sehr wenig Zeit. Komm schon. Mach schnell auf, verdammt! Sherry!
Alles klar, der will es nicht anders. Das wird ein Spaß. Oh ja, ganz hier. Also, wir haben es geschafft. Sehr schön. War gerade so. Hoffen wir das reicht aus, damit dieser Mistkerl jetzt endlich tot bleibt. So, jetzt so schnell wie möglich hier raus. Ist das der Ausgang? Sehr schön. Ja, und wenn wir draußen sind, lasse ich uns abholen. Mein Team müsste in der Nähe sein. Wurde auch Zeit. Welche Frau mit den Drogen? Was machst du hier? Du bist also Wesker Junior. Wesker? Wovon redest du? Albert Wesker war ein Wahnsinniger. Ein Narr, der die Welt zerstören wollte. Er war außerdem dein Vater. Was? Was dich zum Erben einer sehr speziellen Blutgruppe macht. Ja, die Wahrheit hat Chick jetzt auf jeden Fall nicht gefallen, oder? Yep, er ist der Sohn von Albert Wesker. Der Wahnsinnige, der dann später von Chris Redfield im Resident Evil 5 dann getötet wurde. Und vor allem Usternak ist noch sogar am Leben, wo er eigentlich noch durch dieses Tunnelbohrmaschine komplett dann, ja, eigentlich fertig gemacht wurde. Also ich frage mich, wie viel dieser Kerl noch aushalten kann. Aber gut. Ja, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Resident Evil 6. Bleibt dran, es wird weitergehen.